Halli, hallo, Hallöle. Ja. Ich weiß, ist ein bisschen her. Letzte Vlog. 4 Wochen, wa? Wo die Wasserpumpe nie mehr wollte. Volvo-mäßig. Aber, wie ihr seht, ich bin gerade am Vloggen. Warum? Es hat zu lange gedauert. Warum? Ein paar Gründe. Grüß dich, Kollege. Ein paar Gründe waren, ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt. Da kam. Erst kamen die falschen Teile, dann zurückgeschickt, dann haben die Dussels mir die gleichen Teile nochmal geschickt, also Ärger über Ärger. Bis der lief, dauert es nun mal länger wie geplant. Ja, und der zweite und fast der ausschlaggebende Grund, warum es überhaupt so lange gedauert hat, und da bin ich ehrlich mit euch, ist oder war, ich hatte einfach schlichtweg keine Lust. Mir fehlten die Ideen, ich hatte keine Lust, diese Kamera in die Hand zu nehmen. Das ist jetzt seit, glaube ich, 3 Wochen das erste Mal, wo die wieder an ist und ich jetzt hier gerade einen anderen Vlog aufnehme. Also ihr seht, das ist alles zeitblasentechnisch, ist alles ein bisschen egal. Auf alle Fälle geht es jetzt weiter, nach meinem Quatsche hier und nach dem Intro, mit dem nächsten Video im Anschluss zu dem Volvo, nachdem er kaputt war. Oder Wasserpumpe. Also es kommen erstmal alte Folgen, Videos, altes Material. Bevor es dann mit diesem hier, was ich hier heute gevloggt habe, dann weitergeht. Also es ist Zeitblase, Freunde. Jetzt nicht wieder sagen, aktuell, nein. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir die etwas längere Pause. 4 Wochen Vlog. Davor, nee, danach kamen noch ein paar Let's Plays. Aber das ist für mich immer der Hauptgrund, das ist hier kein Hauptberuf, YouTube. Das hier schon. Das hier ist Hauptberuf. Das da ist ein Hobby. Und wenn mir da einfach die Lust zu fehlt, dann kommen am Ende auch scheiß Videos raus. Und deswegen habe ich ganz einfach mir eine etwas längere Pause gegönnt. In dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, wann geht's weiter, war ja von 1 bis 2 Wochen die Rede. Naja, wurde dezent nach hinten gedehnt, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Jetzt geht's wieder los. Die Lust ist wieder da. So, genug gelabert. Viel Spaß mit dem neuen Video. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es Freitag, wir haben es 15 Uhr und ich sitze im MP3 Valde Actros. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen, die Wasserpumpe. Die wollte mal schnell in Rente. Also LKW nach Offenbach, Falco musste tauschen, MP3. Jetzt sitze ich hier im Auto und ich muss durch Northeim fahren, weil die Autobahn ist zu. Oben am Baustellenende, kurz vor Nörten, ist ein Liegenbleiber. Und bis sie den weggeschleppt haben, stockt es und staut es sich hier auf der Autobahn. Da habe ich keinen Bock. Deswegen fahre ich schön gemütlich, chillig durch Northeim. Und mein Kollege hat von einem von unseren Kunden hat da ein Geschenk bekommen und den will er nicht, weil der so hässlich ist. Hat er ihn mir geschenkt. Ich nehme ihn, weil dieses Modell 1:7:8. Ein Renault Premium. Geschenk ein Gaul, guckt man nicht ins Maul. So, Abfahrt. Strahlender Sonnenschein. Bei Dachluke hier, ne? Wie war das nochmal beim Actros? Magie! Ist ja nur zum Aufstellen, nicht zum nach hinten fahren, aber egal. So, Abfahrt jetzt hier, genug gelabert. Und ich denke mal, das wird der Pannengrund sein von der Autobahn. Aber egal, ich sehe, auf der Autobahn steht noch alles. Fahre ich mal kurz bis Nörten-Hardenberg über Land. Du fährst im Gegenverkehr, Kumpel. Was macht der denn da?
Die A7 Hannover Richtung Kassel zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und Dernburg-Salzgitter. 7 Kilometer Stau. Und A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen dem Elbtunnel und Stelling. 5 Kilometer stockender Verkehr. Aha. Ja, von unserer Autobahn hier, A7 Nordheim, ist gar nichts gesagt. Dass wir so ein kleines mittelschweres Verkehrschaos haben in the City, kratzt die im Radio mal wieder herzlich wenig. Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Na, esst ihr alle McRibs? Oh, da ist frei, da fahren wir doch. Miep, miep, miep. Jo, jo, ja, 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 geil, 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 geil. Geil, ja, Nachtrag, ja, okay. Okay, 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 okay. Bestätigen. Arbeiten, ja. Ihr seht, ich sitze wieder im Schweden, räume ich gerade ein, sieht ein bisschen chaotisch aus. Unsere so paar Habseligkeiten. Ging ja flott mit der Wasserpumpe tauschen. Gestern Abend hin, heute Morgen um, sagt der Disponent, um 9:30 war schon wieder hier auf dem Hof. Geil. So. Ja, wie gesagt, ich klebe jetzt noch das Navi vorne in die Scheibe, tackere meine Dashcam vorne fest. Notbettzeug und so ein ganzes Klimbim-Bam-Gedöns liegt schon da, wo es hingehört. Und dann noch so Ding-Dong, Flipper-Nachricht. Was schreiben sie denn? Wahrscheinlich wird irgendeine Autobahn gesperrt. Hier im Moment in Essen. In Hessen kollabiert es gerade völlig. Weiß ich, die kommen mit dem schönen Wetter nicht klar. Vollsprung auf A7. Oh. A5 vollgesperrt. Hubschrauber gelandet. Beide Seiten. Bei Wetterau und bei Friedberg, bei Tomboer Kreuz, A661 zu, A3 dicht, es geht hier munter, flockig weiter. Jetzt ist Vollsprung auf A7, Hildesheim Richtung Hannover wegen Unfall, voll gesperrt. Ich habe so das Gefühl, die Leute kommen mit dem Schwitter nicht zurecht. Dann Glückshormone und dann schweren Gasfuß, keine Ahnung, oder unkonzentriert. Oder was weiß ich, tiefstehende Sonne, kommt auch noch hinzu, war heute sehr übel. Übel, übel, übel. So, meine Warnweste nach oben hin, zack. Mütze vom Kollegen. Aufs Bett. Mein schöner Premium. Oh, oh, oh. Da. Noch im Volvo. Bald zu Hause in meiner Vitrine. So, Freunde, ich mache jetzt fertig. Und dann geht's hoch zum Kunden. Auflieger anhängen. Dann fahre ich nach Stockstadt. Dann noch nach Isenburg. Dann nach Hause. So ist mein Abendplan. Das ist so geil. Guck mal, der See. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, the sun. Direkt von vorne. Geil. Wir sind übrigens in Gießen. Auf der A485, kurz vor der Firma. Ich dachte, ich schmeiße mal die Kamera an und zeige euch diesen kiki geilen Sonnenuntergang. Ich habe jetzt meinen Aufwieger getauscht, meinen vollen in der Firma abgestellt, Lern zum Kunden gefahren, da wieder getauscht, jetzt habe ich den vollen dran für nach Stockstadt. Wir haben es 18.20 Uhr, fahre jetzt nach Stockstadt. Werd da abgeladen, lad da entweder Leergut oder Retouren bei dem Kunden und dann geht's zurück in die Firma. Und dann fliegt mein Auflieger für nach Hause. Und dann fahre ich nach Hause. Und da ihr das alles schon kennt, Stockstadt und so weiter und so fort, sag ich mal, das war's für heute, für den Montag. Dienstag. Hallo Leute, neuer Tag. Ich muss mal kurz meinen Kollegen fragen, was ich hier mitbringe. Hallo Andreas, was gehst du morgen?
Kurze Erklärung, weil mein Kollege, wir haben es jetzt 14:45, ich habe meine 11. Folge gemacht. Mein Kollege war schon um 12:30 hier, da ich aber um 14:30 Feierabend gemacht habe. 13:30, Abfasskontrolle, deswegen 14:45. Deswegen habe ich meinen Kollegen nicht mehr angetroffen auf dem Autohof. Und da ich für meine, ist eigentlich wichtig, ich erfahre es ja eh in der Firma, aber trotzdem, da ich neugierig bin, will ich das mal wissen. So, dann schippen wir mal jetzt los. Und dann mal gucken, was es heute gibt. Grüß dich, Kollege. Ja, ich weiß ja nicht, was los ist. Dienstag auf dem Hof ist die Hölle los. Ihr seht da unten, da ist mein Finger. Alle wollen sie tanken, alle kommen sie auf einmal. What the fuck? Ein wenig Auflauf hier. Das ist ja wie ein ETS hier. Ja, wie ein ETS. Doch eine Simulation. Erst werden auch Mulden ans Tor gestellt. Absatteln. Auf dem Weg nach Frankfurt bin ich. Bin auch gerade schon in Frankfurt. Da lade ich einen Zug, den bringe ich wieder auf den Hof und da habe ich dann meinen Auflieger für nach Hause. Das ist so der Ablauf, den ich heute abzuspulen habe. Oha, wieder Stau, wieder eine Straßenbahn. Ich hoffe mal nicht, dass hier wieder ein Jaguar-Fahrer kommt, der mit dem Mittelfinger zeigt. Oh, der Gulli! 5 Meter unter der Straßenkante. So. Wieder rote Ampel. Klar. Oh, das ist eine Straße, Leute. Hey, Upa! Ich war 35. Oh, Alter, mein Kreuz. Das ist, ne, 2019. Frau Merkel. Solche Straßen. Roms. Kopfsteinpflaster übrigens. Was lernt eigentlich jeder? Gegenüber von Ein- und Ausfahrten nicht parken, schon gar nicht mit dem LKW, wenn da nur Parkplatz für Autos ausgeschrieben ist. Ich muss nach rechts rum, Freunde. Ich kann jetzt zwar ein bisschen ausholen, komme hier aber nie im Leben zwischen den beiden 7 Halbern durch. Das heißt, ich muss nach links fahren und mir irgendeinen Platz zum Drehen suchen, weil irgendein Hörni sich da vorne hingestellt hat. Echt geil. Oh, eins ist hier, ich muss hier mal kurz hier mal drehen. Kommen Sie. Allein die Einfahrt hier zum Kunden ist schon ein Witz. Zwischen Auto und Auflieger musst du hier reinfahren. Das ist, was soll sowas? Ey, warum? Und dann warum parken hier überall? Ach nee, es ist alles.
Oh, hat der Blaulicht drauf. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey.